Also wir sprechen erstmal über das erste Spiel. 0-1 knapp gegen Altürsdorf verloren. Ja, wie sehr ärgert es dich? Also nicht mal so dolle, weil wir haben uns selber verkauft. Gegen ein Oberliga-Team, muss ich ganz ehrlich sagen, top verkauft. Schade, dass der Elfmeter, der nicht allzu berechtigt war, leider verschossen wurde von Kevin, aber ich muss sagen, dafür, dass wir 4 oder 5 den Unterschied haben, haben wir uns selbst verkauft. Dafür nur wirklich einen großen Applaus für unsere Mannschaft, ganz ehrlich. Also großer Dank für unsere Mannschaft. Jetzt nochmal zu dir. Du hast dich ja vor 2 Wochen verletzt beim Komma-10-Cup in Hohenlohe. Ja, wie sehr tut es weh, dass du heute nicht dabei sein kannst? Was soll ich sagen? Also, es tut mir sehr weh, weil ich ganz gerne hier gespielt hätte und für unsere Mannschaft das Beste gegeben hätte. Bin ganz in Art, durch den Kopf berührt dir richtig an, dass ich hier nicht spielen darf, weil das würde riesen Spaß machen, macht immer einen riesen Spaß. Aber kann ich immer nicht ändern. Aber kann man nun mal, geht nun mal näher, aber ich hoffe, dass ich in 2-3 Wochen, oder wenn der Rückrunde beginnt in Flato, dass ich da wieder fit bin und dann für die Liga, für den Ostlieg, dass ich da wieder fit bin. Ja. Das wäre das Beste, ganz ehrlich. Also hoffst du, dass wahrscheinlich möglichst wieder fit bist, oder glaubst du? Also war eine Knieverletzung, aber ist jetzt nicht gravierend. Nee, ist es nicht, aber ich gehe nächste Woche wieder laufen, nach dem Masters jetzt die Woche, und dann werden wir weitersehen, aber dann in Flato hoffe ich, dass ich dann wieder auf dem guten Standard bin, um den Team wieder zum Sieg verhelfen werde. Als bester Mann, hoffe ich. Du hast ja einen Wahnsinnsauftritt hier in die Licht, muss man mal sagen, also für Laien. Wie fandst du selber heute deinen Auftritt? Ja, selber war ich jetzt nicht so zufrieden, weil es waren so 3 Sachen, wo er mal runtergefallen ist, der Ball soll eigentlich nicht sein, der soll eigentlich nur in der Luft sein die ganze Zeit. Und ja, aber es sind immer noch Steigerungsmöglichkeiten. War ganz gut. Du hast ja mal für Felten gespielt, für den SCO, wenn ich richtig informiert bin. Wie bist du dazu gekommen, jetzt von der Mannschaftssportart, also Fußball, zur Einzelsportart, so Freestyle-Fußball, jetzt zu absolvieren? Aber Fußball ist halt viel mit Teamwork. Also ich hatte gerade den Teamwork gehabt, aber ja, da wird einem halt meistens vorgeschrieben, auf welche Position man spielt, wie man zu spielen hat. Und beim Freestyle kann ich mich halt selbst verwirklichen und meine eigene Kombination eben kreieren. Mhm. Und dadurch habe ich auch internationale Freunde, fahre dahin, Turniere, alles sowas. Da kannst du noch mal schnell sagen, was jetzt bisher so deine größten Erfolge waren, beziehungsweise große Events, an denen du jetzt teilgenommen hast? Große Events waren für mich im Dezember 2009 beim Red Bull Freestyle in Deutschland, in Köln, bin ich durch die Qualifikation gekommen. In Polen habe ich teilgenommen an der Qualifikation, aber bin nicht durchgekommen. Im März 2010 war das. Und im August bei der Europameisterschaft auf dem Sarg bin ich bei der 20 in den letzten 2 Wochen. Welche Events stehen jetzt demnächst noch an? Ich kann auch nicht zu spät kommen, ich bin schon da. Also ihr seid alle nicht fertig. Die nationale Meisterschaft nehme ich an. Da werde ich dann teilnehmen wieder. Und ansonsten in Prag eventuell die Europameisterschaft. Muss halt mit der Ausbildung alles verbinden. Und ansonsten halt ein bisschen umherreisen, ein paar Leute treffen. Ja. Aus anderen Ländern halt.